Ordnungsmethoden hin oder her. Was du brauchst, ist die schnelle Lösung, um dein Haus oder deine Wohnung komplett auf Vordermann zu bringen und einmal aufgeräumt zu kriegen. Wie du das hinkriegst, das zeige ich dir in dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela. Ich bin dein Professional Organizer und in dem heutigen Video möchte ich dir in 6 Schritten zeigen, wie du es schaffst, innerhalb von wenigen Tagen dein Haus oder deine Wohnung komplett aufzuräumen. Aktuell ist es so, dass wir noch eine Woche bis Weihnachten haben und noch 2 Wochen bis zum Jahreswechsel. Also vielleicht will der ein oder andere ja die paar Tage noch nutzen, um sein Haus endlich auf Vordermann zu bringen. Wie immer findet ihr die einzelnen Kapitel zu diesem Video in der Videobeschreibung und die Outtakes natürlich am Ende. Ihr kennt sie alle, die berühmte Marie Kondo, die sagt ja, man soll nach so verschiedenen Kategorien vorgehen. Erst die Kleider, dann die Bücher, dann die Papiere und zum Schluss stehen dann irgendwann die ganzen sentimentalen Dinge. Die liebe Fly Lady, die sagt, 15 Minuten Aufräumen am Tag reicht, ja, wenn du dann mal eine Grundordnung hast. Aber ich sage euch, vergesst jetzt einfach mal alle Ordnungsmethoden und alle Ordnungssysteme, von denen du bisher gehört hast, denn jetzt geht es dir doch um eines. Du möchtest, dass dein Haus oder deine Wohnung innerhalb von weniger Tage einfach mal komplett aufgeräumt aussieht oder aufgeräumt ist. Und deshalb sage ich dir, wenn du in dem Fall zum Beispiel 2024 in einem aufgeräumten Haus starten willst, dann empfehle ich dir folgende 6 Schritte. Schritt Nummer 1, setz dich 30 Minuten hin und überlege dir eine Marschrichtung. Du möchtest deine Wohnung aufräumen? Dann überleg dir jetzt 30 Minuten lang, okay, wo fange ich an? Meine Empfehlung ist, erst den Eingangsbereich, dann das Schlafzimmer, dann die Küche, dann das Bad, dann das Wohnzimmer und wenn du Lust hast, noch ein Kinderzimmer. Es geht hier jetzt nicht darum, deinen Keller zu entrümpeln, deinen Dachboden auszumisten, deine Abstellkammer aufzuräumen, irgendwelche Nebenräume, die sonst auch unter dem Jahr keine riesengroße Rolle spielen. Es geht wirklich einmal darum, wenn dich jemand besucht oder wenn du in einem ordentlichen Haus leben willst, um die Räume, in denen du dich auch wirklich täglich aufhältst. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast ein Musikzimmer und eine Bibliothek, bist da aber nur 2-mal im Monat drin, dann lassen wir diesen Raum jetzt tatsächlich mal einfach außen vor. Du kannst ihn dranhängen, wenn du möchtest, musst das aber nicht. Auch sowas wie dein Gartenhäuschen oder deine Garage, das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Da kann man sich tatsächlich irgendwie in den Kleinigkeiten verlieren, aber, da kommen wir nachher noch dazu, jetzt geht es wirklich darum, du nimmst dir jetzt mal 30 Minuten Zeit, du setzt dich an deinen Wohnzimmertisch oder an deinen Schreibtisch und überlegst, okay, ich möchte mein Haus aufräumen, wo fange ich jetzt an? Erst der Eingang. Und du schreibst dann wirklich nur auf, erstens Diele oder Eingangsbereich oder Flur oder Windfang oder was auch immer du da hast. Zweitens Schlafzimmer. Drittens Küche. Warum sollst du das in dieser Reihenfolge machen? In meinen Augen, weil du dort die schnellsten Effekte erzielst. Wenn du mit dem Wohnzimmer anfängst, das Wohnzimmer ist unter Garantie der schwierigste Raum, weil da sammeln sich die meisten Dinge, da liegen die meisten Sachen irgendwie kombiniert rum, die eigentlich teilweise in andere Räume gehen. In der Küche wirst du kaum irgendwelche Schmutzwäsche finden. Im Badezimmer möglicherweise, aber im Schlafzimmer, da hast du die Wäsche. Im Wohnzimmer liegt vielleicht auch irgendwo noch ein alter Pulli oder eine Hose oder was weiß denn ich was rum, ja? In der Küche nicht. Deshalb, da geht es wirklich darum, du überlegst dir deine Marschrichtung. Wie werde ich vorgehen, wenn ich jetzt meine Hütte aufräume? Und jetzt kommt Schritt 2. Und der ist wirklich wichtig. Schritt 2 lautet, fang einfach an. Fang einfach an heißt natürlich immer kleine Schritte, aber es geht hier jetzt um das Aufräumen. Das heißt, du fokussierst dich, was will ich tun? Ich will aufräumen. Du machst hier jetzt keine Marie Kondo-Aktion. Du sortierst hier nicht aus. Du gehst nicht durch deine sentimentalen, oh, soll ich das jetzt noch aufbewahren? Macht mich dieses Teil glücklich oder nicht? Du bereitest keine Grundordnung für die Fly Lady vor, sodass du irgendwie in Kategorien sortierend jetzt dann nur noch 15 Minuten brauchst. Du räumst einfach nur auf und damit fängst du sofort an.
Du brauchst Zeit für diesen ganzen Prozess. Also wenn du so ein Haus aufräumen willst oder eine Wohnung, da brauchst du locker vielleicht 4, 5 Tage, eine Woche. Aber deshalb kommt dieses Video auch extra am Freitagabend und nicht erst am Samstagabend. Dann habt ihr nämlich noch ein ganzes Wochenende vor euch. Vielleicht reicht euch das sogar, eure Wohnung. Heute ist, wir haben jetzt knappe 1,5 Wochen vor Weihnachten. Das heißt, vielleicht schafft ihr das sogar noch vor Weihnachten. Wenn ihr das nächstes Jahr dann anguckt, dann ist es ja völlig egal. Auf jeden Fall kommt deshalb dieses Video am Freitagabend. Aber fang an. Geh in deinen Eingangsbereich oder in den Raum, den du als Marschrichtung Raum Nummer 1 deklariert hast. Geh dahin und dann fang einfach an. Wenn du jetzt natürlich dieses Video nicht gerade vor Weihnachten oder Silvester anguckst, dann kannst du auch weitere Videos rund um das Thema Ordnung und Organisation auf meinem Kanal finden. Du kannst ihn auch sehr gerne abonnieren. Da freue ich mich drüber auf. Also lasst ein Abo und ein Like da, sofern noch nicht geschehen. Und Kanalmitglieder ab der mittleren Stufe erhalten zusätzlich noch Videos, die die anderen nicht sehen können. Aber das sei mal nur so am Rande erwähnt. Das heißt, wenn du jetzt Tipps haben möchtest, wie genau du das machst und im Detail, findest du die anderen Videos auf diesem Kanal. Aber jetzt geht es darum, einfach Schritt Nummer 2, fang an, irgendwo aufzuräumen. Nicht nachdenken, echt so Scheuklappen und fokussieren. Ich räume jetzt auf. Du sortierst nicht aus, du räumst auf. Und wie machst du das? In Schritt 3, ganz einfach gesagt, mein super mega Allerwelts-Credo, jedes Ding hat seinen Platz. Du gehst jetzt durch alle Räume, so wie deine Marschrichtung das vorgibt, und räumst auf gut Deutsch einfach nur alles dahin, wo es hingehört. Du musst jetzt nicht überlegen, ob du dich von diesen Dingen trennst. Du musst nicht überlegen, ob du sie aufbewahren willst. Wenn du natürlich im Laufe dieses Prozesses feststellst, du hast das in den Händen und denkst, oh Gott, na, eigentlich kann das raus, das will ich gar nicht. Dann mach's neben deiner Haustür gleich auf einen Stapel, verlässt das Haus. Und dann wirst du dich in den nächsten Tagen auch darum kümmern, dass diese Dinge, die das Haus verlassen können oder Müll sind oder verschenkt werden oder sonst was, wenn du meinst, dass du das, also wenn es wirklich klar ist, wenn du weißt, oh ja, das muss ich meiner Schwester zurückbringen, das Buch, die sehe ich aber an Weihnachten, leg das neben die Tür. Ansonsten machst du dir jetzt bitte keine Gedanken, ob du die Dinge aufbewahren willst, ob die irgendwie notwendig sind, ob die dich glücklich machen, was auch immer. Völlig egal. Denk daran, der Fokus ist das Aufräumen. Also jedes Ding hat seinen Platz. Du gehst jetzt in der Marschrichtung durch deine Wohnung durch und räumst einfach nur die Dinge dahin zurück, wo sie eigentlich mal hergekommen waren, beziehungsweise wo ihr eigentlicher Platz ist. Und du musst dir auch keine Sorgen machen, dass es Teile gibt, von denen du nicht weißt, wo sie ihren Platz haben. Du weißt bei jedem Teil, wo sein Platz ist. Und wenn nicht, dann besorge dir noch eine große Kiste oder eine kleine Kiste und sag, da kommt jetzt alles rein, von dem ich keine Ahnung habe, wo es hin soll. Und die kannst du dann meinetwegen im Keller oder auf dem Dachboden zwischendeponieren. Das ist jetzt mal völlig Rille, das ist egal. Aber jetzt geht es wirklich darum, in Schritt 3, dass jedes Ding wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückgeräumt wird. Schritt 4 ist ein sozusagen optionaler Schritt, wenn du an Schritt 3 nicht weiterkommst. Wenn du also bei Schritt 3 sitzt und sagst, jedes Ding hat seinen Platz, es ist mir alles zu viel, dann kannst du auch die Variante Nummer 4 fahren, also so parallel, und zwar fang an, in Kategorien aufzuräumen. Damit meine ich jetzt nicht Marie Kondo-mäßig aussortieren. Ich meine, du stehst jetzt in deinem Raum. Das ist zum Beispiel im Wohnzimmer unheimlich wichtig. Du könntest jetzt im Wohnzimmer stehst du und dann sagst du, ja super, wo soll ich denn hier anfangen? Dann sage ich dir, okay, du nimmst jetzt meinetwegen die Kategorie alles, was aus Papier besteht. Alle Bücher, alle Belege, meinetwegen. Die stapelst du an die eine Seite. Dann suchst du dir raus, okay, alles, was irgendwie stoffig ist. Habe ich Schmutzwäsche, habe ich saubere Wäsche? Im schlimmsten Fall sortierst du da nicht mal durch. Wenn es echt schnell gehen muss, dann gehst du hin und sagst, okay, alle Wäsche kategorisch, alles, was aus Stoff ist, ist Schmutzwäsche. Da wird jetzt nicht überlegt, kann ich die Hose nochmal anziehen oder nicht? Ja, wo sollte ich die denn jetzt? Ja, vielleicht, also ich müsste die jetzt eigentlich, also gewaschen werden muss. Es ist völlig Rille. Alles, was aus Stoff ist, wandert in die Schmutzwäsche. Außer du sitzt jetzt da und sagst, mein Lieblingshobby ist Nähen und da ist noch eine halbfertige Patchworkdecke. Hallo, also excuse me, jetzt mal Kirche im Dorf lassen. Natürlich kommt sowas nicht in die Schmutzwäsche, aber ihr wisst, was ich meine.
dann gehst du hin und sagst, okay, ich habe jetzt alles, was aus Elektro, alles, was mit Elektro zu tun hat, kommt in eine riesen Elektrokiste. Alle Handykabel, alle Ohrstöpsel, alle Smartphones, alle was weiß denn ich. Du könntest jetzt sagen, ja wie, das soll ich jetzt wegräumen? Nein, mach dir ein kleines Körbchen und dann sagst du, okay, im Wohnzimmer ab jetzt liegen hier alle Smartphones, alle Handykabel, alle Ohrstöpsel, alle Fernbedienungen, alle egal was. Batterien, alles, was mit Elektro irgendwie zu tun hat. Und auf diese Weise schaffst du es möglicherweise, aus diesem jedes Ding hat seinen Platz, das ein bisschen gröber zu fassen und dann ist es ein wenig einfacher. Deshalb ist das Schritt 4, räume in Kategorien auf, aber eben nur dann und optional, wenn dir Schritt 3 zu heftig ist. Schritt 5 ist ganz wichtig, wenn du jetzt nämlich schon so mitten am Rödeln bist, Pausen einplanen. Arbeite in diesem Fall am besten mit einem Timer. Der Timer, der kann ruhig auf 1 Stunde, 2 Stunden gesetzt werden. Du musst da, denk immer dran, als ich gesagt habe, fang an, fokussier dich. Du musst dich jetzt wirklich konzentrieren und ganz wichtig ist bei diesem ganzen Prozess, aber wenn du dich hochkonzentrierst, also wenn man dann in so einem Flow ist, was unweigerlich passiert, wenn man sich beim Aufräumen konzentriert, dann darfst du die Pause nicht vergessen. Also mach dir so, ich empfehle immer so 1,5 Stunden. Das ist so wie in der Schule früher eine Doppelstunde. 90 Minuten Timer und danach erstmal solide 10 Minuten lang Break, Pause, Smartphone checken, Handygame spielen, E-Mails lesen, einen Tee trinken, was weiß denn ich. Nicht in diesen 10 Minuten, ganz wichtig, nicht, ah, jetzt kann ich ja den Müll rausbringen, den ich da vorhin angesammelt habe. Das gehört zum Aufräumen dazu. Du sollst Pause machen. Einmal Luft holen. Pause machen. Wirklich. Ich rede hier ja davon, dass du in einem Turbo-Speed-Marathon in möglicherweise 2, 3, 4 Tagen deine komplette Wohnung, dein komplettes Haus aufgeräumt kriegst. Da brauchst du auch mal eine Pause, gute Frau. Oder guter Herr. Ich möchte die 10% Männerbeteiligung an diesem Videokanal nicht außer Acht lassen. Ja, aber natürlich sind hier alle angesprochen. Aber mach eine Pause. Leg eine Pause ein und dann Konzentration und straight weiter die nächsten 1,5 Stunden. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 6. Wenn du mitten so am Aufräumen bist, dann ist nach den Pausen noch wichtiger und diesen Schritt 6, den sagst du dir bitte von Schritt 1 parallel bis Schritt 5, kein Stress. Das ist hier kein Schönheitswettbewerb. Das ist kein, wessen Wohnung ist zum 30. Dezember aufgeräumter, deine oder meine. Das hier geht's, oder wenn ihr dieses Video irgendwann anders mal anschaut. Es geht lediglich nur darum, dass deine Wohnung aufgeräumt ist. Und zwar ohne riesen Marie Kondo Aufräumfest Superwettbewerb. Ohne riesen, ich muss in 2 Wochen fertig für eine Fly Lady sein. Ich muss meine Grundordnung hergestellt haben. Es geht jetzt wirklich mal nur darum, dass du 4, 3, 5, 7 Tage dir Zeit nimmst, dich nur auf dieses Aufräumen konzentrierst und wirklich, ich sag's nochmal, es geht hier jetzt nicht darum, auszusortieren, zu überlegen, welche Dinge behalte ich. Das kannst du alles nachher machen. Und ganz ehrlich, wenn ihr aussortieren wollt, das funktioniert in einer aufgeräumten Wohnung natürlich viel, 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 viel besser. Weil wenn deine Wohnung zum Beispiel aufgeräumt ist und du merkst, okay, alle Kleider sind jetzt da, wo sie sein sollen, nämlich im Kleiderschrank. Und du merkst, dass in deinen 2,50 Meter Kleiderschrank aber eigentlich Klamotten für 3,50 Meter reinpassen. Dann kannst du aussortieren. Aber natürlich spielt dein Hirn dir einen Streich, wenn du vor 2,50 Meter Kleiderschrank stehst. Da ist 1,50 Meter Kleidung im Schrank drin und die restlichen 1,50 Meter, die liegen irgendwo in der Wohnung verteilt. Da würde ich auch nicht aussortieren wollen. Natürlich hast du da dann Angst, dass du Dinge aussortierst oder weggibst, die du eigentlich später nochmal gebrauchen könntest. Und dann hast du nämlich den Effekt, wenn du an so einem Status aussortierst, dann hast du nämlich genau dieses Problem, dann sortierst du möglicherweise mehr aus, als du eigentlich musst.
Wenn du zum Beispiel einen 2,50 Meter Einbaukleiderschrank hast, was bringt denn dir das, wenn du den auf 2 Meter runter reduzierst? Dann hast du einen halben Meter Platz gewonnen. Und dann, wenn du da nichts anderes reinhängst, irgendwelche Mäntel oder sonst, dann hast du da, ganz ehrlich, dann hast du einen halben Meter verschenkten Kleiderschrankplatz. Ja, dann würde ich dann, also was bringt das? Du musst vielleicht gar nicht so viel aussortieren. Auch das immer. Die Menschen denken ja immer, wenn sie aufräumen, sie müssen jetzt gleichzeitig Dinge loswerden. Ich muss lernen, loszulassen. Vergiss es doch einfach. Du musst aufräumen. Loslassen musst du dann. Und das ist der aller einzige Grund. Wann muss ich Dinge loslassen? Wenn es zu viel ist. Wenn du also bei Schritt 3 jetzt feststellst, jedes Ding hat seinen Platz, und du merkst einfach auch dahin, wenn ich jetzt merken würde, ich habe Bücher, die viel zu viel Platz wegnehmen, dann muss ich aussortieren, weil ein neues Bücherregal anschaffen, fällt aus wegen ist nicht. Genauso dein Einbaukleiderschrank, den wirst du nicht von 2,50 Meter auf 4 Meter erweitern, fällt aus wegen ist nicht. Also aussortieren musst du generell immer nur dann, wenn es belastet, weil es zu viel ist. Und das waren diese 6 Schritte. Wenn du diese 6 Schritte irgendwie nochmal so mehr oder weniger parallel oder nacheinander, also ihr wisst ja, Pausen einlegen, das machst du parallel. Keinen Stress haben, das machst du bitte auch parallel. Mindset-Arbeit, ja? Aufräumen ist Kopfsache. Setz dich selber nicht so unter Druck. Ich muss hier auch wirklich mal deutlich sagen, so dieses ganze High Glossy, meine Wohnung ist aufgeräumter als deine Geschichte. Vergesst das doch einfach. Ihr sollt leben. Das darf man in den Wohnungen auch sehen. Ihr müsst nicht in einem, ihr lebt nicht in einem chemischen Reinraum. Und deshalb wirklich, du schaffst das, in wenigen Tagen deine Wohnung einmal komplett aufzuräumen. Das geht. Und du brauchst da auch keine super Doktorarbeit dazu gelesen zu haben. Du setzt dich hin, du überlegst dir eine Marschrichtung, du fängst einfach an, du konzentrierst dich nur auf das Aufräumen, nicht auf das Aussortieren und dann stellst du jedes Ding an seinen Platz zurück. Eigentlich ist das alles, was du machen musst. Und zwischendurch Pausen einlegen, damit du nicht eine Schnappatmung kriegst, weil es ist ja durchaus auch eine körperliche Arbeit. Und wenn du dann alles aufgeräumt hast, dann kannst du meinetwegen on top, obendrauf als Bonusaufgabe putzen. Für die Leute, die so gerne putzen und die dann alles ordentlich haben. Dann macht es aber auch Spaß, weil dann ist deine Wohnung aufgeräumt. Ich hoffe, dieses Video hat dir jetzt etwas geholfen. Und ich hoffe, dass dieses Video dir einmal klar gemacht hat, dass Aufräumen gar kein riesengroßes Hexenwerk ist. Der größte Punkt ist einfach dieses Fang an. Wenn du ein Problem mit dem Thema anfangen hast, dann kann ich dir an letzter Stelle jetzt noch schnell sagen, mein Buch jetzt vom Beginnen und durchhalten. Also da geht es wirklich ein halbes Buch lang nur um das Thema, wie fange ich etwas an? Wenn du davon ein signiertes Exemplar haben willst, dann schreib mir eine E-Mail an die info@angelaludwig.de. Du kriegst das Buch zugeschickt und eine Rechnung dazu. Kannst mit PayPal oder mit Banküberweisung bezahlen, wer auch immer. Nur das am Rande. Ich habe hier oben noch ein paar wenige Exemplare. Es werden immer weniger. Dann krieg ich auch mal wieder ein freies Regalbrett. Also kannst du mich mehrfach unterstützen. Aber wenn du wirklich Probleme hast, einfach anzufangen, dann wäre das vielleicht einfach noch eine Idee für dich. Und jetzt viel Spaß bei dem Outtakes. Viel Spaß beim Aufräumen. Du kannst das. Es ist wirklich nicht schwer. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Da wollen sie immer alle voll die eierlegende Wollmilchsau zum Thema Aufräumen. Alle wollen sie ein aufgeräumtes Haus haben, aber aussortieren will keiner. Das mal nur so am Rande angemerkt, aber deshalb geht es ja nicht. Ey, du Krähe. Jetzt will ich hier rumkrächzen. Also vielleicht will der ein oder andere die freien Tage, die dazu gehören. Also vielleicht will der ein oder andere ja einfach noch ein paar Tage nutzen, um seinen Haufen... Und wie räumst du das auf? Schritt Nummer 3. Ganz einfach gesagt, Schritt Nummer 4, der ist parallel dazu eigentlich. Also Schritte 3 und 4 sind so ein bisschen parallel dazu. Das bedeutet, wie räumst du auf? Schritt 4. Den Schritt 4, den führst du sozusagen parallel dazu aus. Das kann auch helfen. Jedes Ding hat seinen Platz. War Schritt Nummer 3. Jetzt mal.
Nicht jetzt hier Marie Kondo, erst alle Kleidung, erst alle Papiere oder sonst was. Erst alle Kleidung, erst alle Bücher. Nein, es geht in die Richtung, sondern. Nochmal. Einmal. Wenn du zum Beispiel 2,50 Meter Einbaukleiderschrank hast. Wenn du zum Beispiel einen 2 Meter. Nochmal. Dieser ganze massive, high glossy, meine Wohnung ist aufgeräumter als deine Miste. Und du musst dir keine Sachen.